Warum erinnern wir uns eigentlich nicht oder ganz, ganz selten an vorherige Leben? Das ist eine ganz interessante Frage und die möchte ich heute ein bisschen mit euch oder dir erörtern. Mein Name ist Cynthia Detzler, ich bin ein Jenseitskontaktmedium, Speaker und medialer Coach. Natürlich kann ich dir hier wieder nur von meiner Wahrheit berichten, von meiner Meinung, die ich durch die Tausenden von gegebenen Jenseitskontakte und das Wissen aus der geistigen Welt erfahren habe. Ob das mit dir in Resonanz geht, das darfst du selbst entscheiden, wenn nicht einfach ausschalten. Also warum ist es denn so, dass wir uns nicht bewusst an vergangene Leben, ja, einfach erinnern? Das wäre doch toll, wenn wir uns daran erinnern könnten, wer wir schon waren, was wir alles schon gemacht haben. Jein. Nein. Eigentlich nein. Denn erstens einmal sollst du diese Inkarnation, so hat mir die geistige Welt es mitgeteilt, ganz unbedarft durchlaufen. Du sollst frei sein von allen Anhaftungen, die du in früheren Erdenjahren vielleicht gemacht hast, Erkenntnisse, die du gemacht hast, die dich in dieser Inkarnation blockieren, behindern könnten, abhalten könnten von irgendetwas. Es geht darum, dass du so frei wie möglich diese Inkarnation durchläufst. Vor allen Dingen wäre es auch schwierig, wenn du dich an alles erinnern könntest, was du jemals erlebt hast in Inkarnationen, weil wir erleben ja nicht nur das erste oder zweite Mal, unsere Seele macht nichts anderes seit einer ewigen Zeit, um Seelenanteile abzuspalten auf die Erde, die dann ihre Erfahrungen sammeln. Also vielleicht bist du oder deine Seele hat schon 5 Millionen Mal, Trilliarden Mal inkarniert. Und stell dir vor, du hättest dieses Wissen alles geballt in der jetzigen Inkarnation. Das würde ja dein ganzes Verständnis total sprengen. Du wärst ja gar nicht mehr in der Lage, klar zu denken, weil du ja Lösungen vielleicht angehen würdest oder Probleme angehen würdest mit dem Wissen von Leonardo da Vinci in der Zeit, was heute gar nicht mehr konform ist. Oder du würdest nur wirres Zeug reden und die Leute würden denken, hat diese noch alle, was ist denn mit der los? Oder hat der sie noch alle, was ist denn mit dem los? Nee, ich glaube, der ist nicht normal. Wenn du auf einmal sagen würdest, ja, im alten Ägypten haben wir aber den Leuten das Gehirn durch die Nase rausgezogen, was macht denn ihr da? Das ist ja total falsch, wie ihr hier Leichen konserviert, das geht hier ganz anders. Das wäre kontraproduktiv, das würde dich mehr abhalten von dem, was du tun sollst. Deine Seele hat all dieses Wissen gespeichert, aber du hast nicht ohne Grund diesen Schleier des Vergessens bekommen, weil du dich ganz auf diese Inkarnation einlassen sollst, auf deine Aufgaben, die du in diese Inkarnation mitgebracht hast, auf deine Lernerfahrung, die du machen möchtest, in diesem menschlichen Körper, in dieser Zeit, an diesem Ort, ja, in diesem Jahrhundert. Denn wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wenn ich doch schon mal das und das gemacht habe, dann weiß ich das doch. Nein, weil es gibt so vielfältige Möglichkeiten im Irdischen zu inkarnieren. Das ist wie, ja, weil man sagt ja zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt Fahrradfahren gelernt habe, dann kann ich ja Fahrrad fahren, dann muss ich ja doch nicht mehr Fahrrad fahren. Dann weiß ich doch, wie Fahrradfahren geht. Ja, klar weißt du, wie Fahrradfahren geht. Klar wissen wir, wie Leben geht. Aber es ist doch was anderes, auf einem Mountainbike-Fahrrad zu fahren, als auf einem Rennradfahrrad zu fahren, als auf einem Einradfahrrad zu fahren, auf einem Tandemfahrrad zu fahren. Das sind doch nochmal ganz unterschiedliche Eindrücke und Lernerfahrungen, die wir machen können dann. Und so ist es auch im Menschlichen. Es gibt so viele Kombinationen, die wir durchlaufen können, um das Menschliche zu erfahren in Körper, Geist und Seele. Das Menschliche mit dem Wissen zu vereinbaren, also das Fühlen mit dem Wissen zu vereinbaren, weil darum geht es auch, das Fühlen und das Wissen zusammenzubringen. Und ihr habt immer eure, ja, ganzen Informationen in der Seele mit dabei. Und das merkt ihr manchmal auch, wenn ihr vielleicht Dinge zum ersten Mal tut und das Gefühl habt, Mensch, das habe ich doch schon mal gemacht. Das fühlt sich so gut an, wenn ich male. Ach, das ist so, wie wenn das immer schon bei mir war. Oder ihr habt, ja, auf einmal einen ganz fremden Ort, wo ihr auf einmal denkt, Mensch, wenn ich da um die Ecke gehe, da ist ein Bäcker an der Ecke. Und genau so ist es. Wir dürfen es nicht verwechseln mit Déjà-vus. Déjà-vus ist nochmal eine ganz andere Sache. Unser Gehirn steckt in Schubladen. Ereignisse, die wir haben, Dinge, die auf uns eingeströmt sind, werden in Schubladen abgelegt.
Und wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, bei irgendetwas, kann es sein, dass das Gehirn einfach die Schublade aufzieht und sagt, ah, das habe ich schon mal gehabt. Ja, das war ähnlich. Aber das war nicht das Gleiche, nicht dasselbe. Es fühlt sich nur ähnlich an. Man muss da schon aufpassen zwischen Déjà-vu und wirklicher Erinnerung an ein früheres Leben. Und das ist das, du bist an einem fremden Ort, sag ich mal, du bist in einem fremden Land. Und du weißt auf einmal, wenn ich hier gehe, ist da eine Kirche. Und wenn ich da vorbeigehe, ist da ein Blumenhändler. Und wenn ich dann da noch um die Ecke gehe, steht ein Haus mit weißen Fenstern und blauen Türen. Das sind Erinnerungen aus vorigen Leben, weil das ist kein Déjà-vu, weil du weißt ja genau, wo die Sachen sind. Déjà-vu, da fühlt sich etwas so ähnlich an. Bei einer Erinnerung aus einem früheren Leben ist es Wissen. Man weiß es, nicht es fühlt sich ähnlich an, sondern man weiß es ganz genau. Das ist der Unterschied. Du bekommst praktisch so ein bisschen, wenn du hier auf Erden bekommst, so eine geistige Amnesie, also was das Jenseits betrifft, eine jenseitige Amnesie und von dem, was du früher halt erlebt hast, damit du wirklich unbelastet bist. Ich sage auch immer, Rückführungen in ein früheres Leben ist interessant, kann aber die Büchse der Pandora öffnen. Warum sage ich das? Weil nicht jeder war eine gute Kräuterfrau, die im Wald gelebt hat und Kräuterchen gesammelt hat und anderen geholfen hat. Inkarnationen können mannigfaltig sein und auch sehr schwierig sein. Und so siehst du vielleicht in einem früheren Leben, jetzt sage ich es mal ganz hart, dass du ja jemand warst in der Nazizeit, ein SS-General zum Beispiel oder SS-Soldat, der einfach Menschen umgebracht hat. Das kann dich treffen wie ein Faustschlag. Und dann frage ich mich auch, was hilft dir das in der jetzigen Inkarnation? Das würde dich vielleicht ganz arg belasten und du würdest diese Schuld mit dir tragen und würdest sagen, oh mein Gott, was habe ich getan? Weil du auf Seelenebene natürlich eine Lernerfahrung, und das hört sich jetzt schräg an und das ist auch fast nicht nachzuvollziehen, auch diese schlimmen Parts übernimmst. Und ich weiß, dass das wieder auf sehr viel Widerspruch stoßen wird, aber wir sind Seelen, die sich einfach Aufgaben wählen, um Dinge zu lernen. Da können auch solche schwierige, ja, Angelegenheiten dabei sein, um etwas zu lernen, um etwas zu erfahren, um geläutert zu werden. Das ist schwierig zu greifen im Menschlichen, ja, das weiß ich. Aber auf Seelenebene macht das Sinn. Es macht Sinn, solche Dinge zu durchlaufen. Auch wenn du sagst, ja, es kann doch gar keinen Sinn machen, dass ich jemand anderes jetzt umbringe. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, im Menschlichen für dich vielleicht. Aber auf energetischer Ebene zu wissen, wie sich das anfühlt und vielleicht, ja, diesen ganzen Verlauf, der dadurch entsteht, die Reue, die man empfindet, das Gelernte, was man umsetzen kann. Und ich weiß, du musst, kannst jetzt hier auch aussteigen, wenn du sagst, damit kann ich gar nichts, da bin ich gar nicht konform damit, da bin ich überhaupt nicht konform damit, dann verstehe ich das und das ist doch dein gutes Recht. Ich bin ein Medium. Ich erzähle das aus energetischer Sicht auch heraus. Und es gibt keine guten Erfahrungen und es gibt keine schlechten Erfahrungen. Es gibt nur die Erfahrung. Und so helfen wir auch anderen Seelen im Verbund zu wachsen. Und da kann es sein, dass wir einen ganz bösen, üblen Part übernehmen müssen. Keine Seele ist böse. Oder glaubst du, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das ist böse? Nein, wir alle haben unsere Seelenpläne in der Tasche und wir helfen anderen Seelen und wir machen dann unser Licht vielleicht auch ganz klein, weil die Seele uns darum gebeten hat, ich möchte lernen, was Vergebung ist. Und dann ist es nicht so, dass du dich ins Sandkästchen sitzt und jemand klaut dir deine Sandform und du sagst vergebungsvoll und hingebungsvoll, ich vergebe dir. Nein, dann kriegst du richtige, ja, schwere Brocken geliefert, die da sein können vielleicht. Du musst einem Mörder vergeben, der jemand anderem etwas angetan hat, den du sehr liebst. Du musst einem Vater vergeben, der dich missbraucht hat, weil du Vergebung lernen möchtest. Und dafür brauchst du einen Gegenpart. Und jemand anderes übernimmt diesen Part für dich, damit du das lernen kannst. Nochmal, das ist schwierig im Menschlichen zu begreifen. Und dennoch ist es so. Das durfte ich in Tausenden von gegebenen Jenseitskontakten durch die Seelen selbst erfahren, in Channelings, durch die geistige Welt, die mir das Wissen mitteilt, dass es auf der Seelenebene keine schlechten Erfahrungen, guten Erfahrungen gibt, sondern die Erfahrung und die sind mannigfaltig. Wenn du die Möglichkeit bekommen würdest, dass du bestimmen darfst, wie der Wind ist, würdest du nur so ein laues Lüftchen machen?
Nein, ich glaube, du würdest ausprobieren wollen. Was ist ein Orkan? Was ist ein Tornado? Was ist eine Böe? Was ist ein, ja, ein starker Wind? Und ein Orkan kann zerstören, ein Tornado zerstört. Aber du würdest, wenn du diese Macht, Kraft hättest, zu erfahren, wie das ist, ein Tornado zu erschaffen oder ein Tornado zu sein, ein Orkan zu sein, das ausprobieren wollen. Das geht um dieses Ausprobieren auch, um dieses Erfahren. Weil nur durchs Ausprobieren können wir erfahren. Nur dann, wenn wir das in der Körperlichkeit erlebt haben, können wir diese Erfahrung speichern. Wie fühlt es sich an, jemanden, ja, was Böses anzutun? Nochmal, du musst das nicht annehmen. Aber auf der höheren Sicht, auf der seelischen Ebene, macht das alles Sinn, weil es ein riesen Erfahrungsschatz ist, die für uns auf Erden guten Erfahrungen, aber auch in Anführungszeichen, die bösen und schlechten Erfahrungen. Und so ist es, dass jemand einen Mörder verzeiht, der einen geliebten Menschen umgebracht hat. So ist es, dass ein Mörder sich rehabilitiert, zu seinem Glauben findet, Reue zeigt, auf den richtigen Weg wiederkommt und dann vielleicht sogar Pfarrer wird. Geht zum Beispiel in Amerika auch, gibt es auch welche. Also ihr seht, das ist sehr komplex. Man darf da nicht im menschlichen Denken bleiben. Und so sind auch diese Erfahrungen, die ihr in vielen Inkarnationen gemacht habt, eher hinderlich als förderlich, weil ihr nicht nur Gutes getan habt, sondern weil ihr auch Schlechtes getan habt. Und deswegen bekommt ihr den Schleier des Vergessens, damit ihr diese Inkarnation, die ihr euch heute gewählt habt, in diesem Jahrhundert, in diesem Körper, in dieser Umgebung, mit diesen Aufgaben gut lösen könnt. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ihr müsst das nicht annehmen, was ich sage. Das ist meine Wahrheit, meine Erfahrung. Und ich sage auch hier nochmal, wie ich es in vielen Videos sage, wenn hier auf Erden jemand etwas tut, eine Straftat begeht, dann möchte auch ich, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und jede Seele, die hierher kommt, weiß, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden kann, dass es schlimme Auswirkungen haben kann. Aber auch das kann wieder in einem Seelenplan sein. Es ist nicht so einfach. Es ist eine große, ja, Verstrickung, ein Miteinander, ein Untereinander, dass man das, ja, im Irdischen gar nicht verstehen kann. Die geistige Welt sagt mir auch ganz oft, Cynthia, wir können dir das nicht so erklären, dass du es verstehst, weil dein Irdisches, ja, das nicht versteht. Es ist nicht zu verstehen. Ihr versteht es aber, wenn ihr zurückgeht in die geistige Welt, das verspreche ich euch, weil da wird alles wieder glasklar. Ihr Lieben, ich danke euch, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, liked meine Beiträge, teilt sie, damit ganz viele von diesem Wissen profitieren können, weil das muss unter die Leute, weil das Thema Tod wird viel zu oft totgeschwiegen. Ich danke euch, tut euch viel Gutes, seid liebevolle Menschen, denn ihr müsst nachher in der Rückschau auch vieles, ja, aufarbeiten und ansehen und erleben und durchleben, was ihr hier in der Inkarnation getan habt. Ich danke euch, herzlichst, eure Cynthia. Tschüss!